So, Frank Tempel ist noch nicht hier. Ich würde sagen, wir legen trotzdem jetzt einfach mal los. Ja, das Parteienpanel ist natürlich jetzt im Rahmen der Jamaika-Sondierung noch mal 100-mal spannender geworden, als wir eigentlich eh schon gedacht haben. Was zwar klar ist nach der Wahl, aber dass jetzt wirklich hier so ein Jamaika-Bündnis rumverhandelt, damit haben wir jetzt nicht zwingend gerechnet vorher. Wir stehen viel näher am Ziel unserer Reise, als wir das noch vor einem Monat vielleicht geglaubt haben. Naja, anderthalb sind es mittlerweile, ne? Vielleicht fangen wir dann tatsächlich mal mit Ihnen an. Frau Strack-Zimmermann, Sie sitzen ja mittendrin sozusagen. Sie verhandeln das Thema selbst in den Sondierungsgesprächen. Und erzählen, wie Sie können und dürfen und wie viel politisch gerade so möglich ist, sage ich mal. Ich nehme mal an, dass Sie jetzt hier nicht jedes Detail uns verraten wollen. Also es geht ja jetzt um Legalisierung von Cannabis und nicht ums Einwanderungsgesetz. Letzteres wäre komplexer. Insofern kann ich so viel sagen, das ist ja neben den großen Themen, also den grundsätzlichen Themen, ist das angedockt an Gesundheit, wo wir vor ein paar Tagen zusammensaßen. Und da werden dann zum besseren Verständnis dann Themen aufgerufen und dann gibt es welche, wo man sagt, jawohl, muss man ran. Mit Fragezeichen nach dem Motto, wenn es was kostet, da müssen wir ran, wenn es nichts kostet, was selten der Fall ist. Und dann kommen natürlich, und dann habe ich natürlich auch Cannabis erstens aufgerufen im Thema, dass es ein Medikament ist, dass es zugelassen ist, es aber nicht funktioniert, weil die Krankenkassen offensichtlich da Schwierigkeiten machen, damit Ärzte nicht so richtig in die Gänge kommen. Und das Zweite war natürlich die Legalisierung. Letzteres hat bei den Kolleginnen und Kollegen, das kann ich hier ruhig offen sagen, der CDU-CSU im Gegensatz zu Bündnis 90 Die Grünen, ist jetzt auch keine wirkliche Überraschung, kurze Atemstocken verursacht. Insofern, es wird jetzt nächste Woche, um es direkt zu sagen, es wird dann berichtet in der großen Runde, was ist strittig, wo kann man weiterarbeiten, das ist strittig. Und da gab es auch dann den einen oder anderen Zuruf nur über unsere Leiche, das fand ich ja etwas übertrieben. Wir wollen ja jetzt hier nur Cannabis legalisieren und keinen umbringen, passte ins Bild. Also wir werden das nächste Woche wieder aufgreifen. Ja, in der Tat, wir sind natürlich deswegen noch nie so nah dran wie zuvor, weil es auch medial in den letzten Jahren eine unheimliche Dynamik bekommen hat. Losgelöst, das hatte ich vorhin in der Runde gesagt, dass auch meine Partei beim vorletzten Parteitag in Mehrheit sagte, jawohl, wir gehen diesen Weg. War auch nicht immer selbstverständlich, muss ich auch der Ehrlichkeit halber sagen. Ist es einfach medial ein anderes Thema heute und das ist immer gut in dem Fall, weil der Druck, und ich meine das positiv, dass sich jeder damit beschäftigen muss, wächst. Das bedeutet nämlich auch, dass ich sage das jetzt mal so, in so bürgerlichen, konservativen Kreisen, wo das Thema so emotional gesehen wird, etwas bröckelt. Ich könnte mir vorstellen, weil der eine oder andere sagt, Mensch, der Herr Müller-Lüdenscheid von, der zischt sich auch gerne mal einen rein und dann kann das ja nicht so schlimm sein. Also dass auch angekommen ist, dass das ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und das im Kontext von Missbrauch von Alkohol, es ist ja immer eine Frage von Maß und Mitte, können sich auch einen ganzen Tag zuballern mit Alkohol oder anderen schönen Dingen, dass das angekommen ist. Aber Fakt ist, und das gehört der Ehrlichkeit halber dazu, wir sind gefühlt dicht davor, wir sind aber noch ein großes Stück entfernt, weil das umzusetzen unter dem Aspekt Jugendschutz, kontrollierte Abgabe, all diese Aspekte, die wir heute Morgen auch schon besprochen haben, ist das eine. Trotzdem müssen wir, und dann höre ich auf, auch gutieren, dass Menschen sich damit beschäftigen, auch Gesundheitspolitiker der CDU, die subjektiv einfach ein Störgefühl haben und Angst davor haben. Und das muss man ja immer, wenn man diskutiert, auch mal akzeptieren. Und dann muss man eben abbauen, diese Ängste abbauen. Ich glaube, das wird unsere Aufgabe sein. Das wird jetzt nicht in 4 Wochen gelingen, aber ich glaube, die Richtung stimmt. Wird nicht in 4 Wochen gelingen? Ist das Ihre Prognose, dass das in dieser Koalition jetzt nichts wird?
Also diese Koalition sondiert gerade. Wenn es gut läuft, wird sie Koalitionsverhandlungen machen und ist hoffentlich nicht schon in 4 Wochen zu Ende. Wir reden ja von einem Spektrum von den nächsten 4 Jahren. Und wenn Sie etwas auf den Weg bringen, muss es ja auch, wie es immer so schön heißt, nachhaltig sein. Das heißt, ich kann Ihnen nicht sagen, in 4 Wochen, super, da ist das Papier und wir machen hier eine Party, jeder holt was. Ich meine, das wäre ja schon eine irre Vorstellung, oder? Ich stelle es mir gerade vor. Gut, also das war jetzt etwas, habe ich mir jetzt mal gerade vorgestellt. Ja, also das ist jetzt das Extreme. Aber lassen Sie mich doch soweit sein, wir sind im Gespräch, wir bemühen uns, auch die, die Zweifel haben, zu überzeugen. Und ich baue natürlich, räume ich unumwunden ein, ich baue auch darauf, dass in der Regel junge CDU-CSU-Mitglieder auch auf ihre eigenen Leute einwirken. Also es muss auch aus dem eigenen Kreis kommen. Und ich kenne die einen oder anderen, das ist mir auch im Wahlkampf begegnet, die gerne, und das ist auch legitim, über Bande spielen. Man braucht sich ja auch mal gegenseitig um. So, und insofern wünsche ich mir, dass der Druck, der liebevolle, deutliche Druck der Mitglieder in der CDU den anderen sagen, kommt Leute, jetzt mal, bewegt euch mal. Zur FDP. Nehmen wir mal eine Skala von 0 bis 10. Wie sehr engagiert sich die FDP in diesen Verhandlungen für die Legalisierung von Cannabis? 10 ganz arg, 0 gar nicht. Nein, das wird schon bei 10 sein. Aber es ist, selbstverständlich wird das bei 10 sein. Wir wollen das. Die Frage stellt sich nicht 0 bis 10. Die Frage stellt, ob im Ranking einer möglichen Jamaika-Koalition, da gibt es ein Ranking von Themen. Und es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, wir haben Themen in Angriff zu nehmen über Bildung, wir haben Themen in Angriff zu nehmen über Einwanderung, wie gehen wir in Zukunft mit den Menschen um, die in unser Land kommen und hier bleiben, also wie gestalten wir die digitale Zukunft, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, das sind richtige große Themen. Und das ist jetzt nicht in einem Atemzug mit der Legalisierung von Cannabis, auch wenn das jetzt für Sie in ihrer Aufgabe natürlich Priorität Nummer 1 hat. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass in dem Kreis derer, die Gesundheit verhandeln, das Thema unsererseits, und ich gehe mal davon aus, auch Bündnis 90 Die Grünen, mit der Vehemenz auch bearbeitet wird, die diesem Thema gerecht wird. Gut, dann gehen wir doch gleich mal weiter und fragen mal bei den Grünen nach der Vehemenz. Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung und gleichzeitig von meiner Seite auch freue ich mich natürlich, dass wir mit Frau Strack-Zimmermann jetzt jemanden haben von Seiten der FDP, die unser langjähriges Bemühen um eine Entkriminalisierung dann mit unterstützt, weil das ist bisher ja nicht ganz so klar gewesen, dass man das so deutlich dann auch in Koalitionsverhandlungen reinbringen kann. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie die Geschichte unseres Gesetzentwurfs in der letzten Wahlperiode war, da muss man sagen, hat es eine allmähliche Annäherung der SPD gegeben. Wir hatten einen großen Schulterschluss mit den Linken, aber wir hatten ansonsten doch sehr, sehr starken Gegenwind. Und da muss man ja leider auch die SPD in großen Teilen mit dazu nehmen. Und wenn man sich anschaut, mal das Resümee, was haben wir denn eigentlich für festzustellen und festzuhalten mit so einem langen Zeitraum von Prohibition, von einem Betäubungsmittelgesetz, was viele kriminalisiert, aber keinerlei Schutzwirkung entfaltet. Und das muss ja eigentlich der besondere Aspekt sein. Wenn ich schon so stark in Freiheitsrechte eingreife, dann muss ich ja wenigstens den Schutzaspekt hingekriegt haben. Und genau das ist ja nicht passiert. Und von daher muss man ja sagen, das ist als Ansatz gescheitert. Und das hat uns ja auch bewogen, diesen großen Gesetzentwurf mit allen Facetten, die eben den Verbraucherschutz angehen, die den Jugendschutz angehen, die aber auch die kontrollierten
kontrollierte Abgabe angeht, die Sicherheitsaspekte angeht und natürlich ganz, ganz stark auch die Entkriminalisierung. Also das geht ja relativ weit in verschiedenste Bereiche des Lebens und der Lebenshaltung, wo das eine Rolle spielt. Und von daher sind wir jetzt froh, dass wir auf der einen Seite Unterstützung haben von Seiten der FDP und von daher auch wohl, also durchaus halten wir an dem Ansinnen fest in den Verhandlungen, dass wir da wirklich weiterkommen. Und da kann es nicht einfach nur sein, dass man einfach nur eine Kommission kriegt oder eine Enquete oder irgendwas. Das muss schon weitergehen. Also wir müssen einfach darauf setzen, dass wir dafür werben, sich das wirklich vorbehaltslos anzuschauen und zu schauen, warum ist es so, dass Polizeipräsidenten, hallo Hubert, das unterstützen. Warum ist es so, dass Strafrechtsprofessoren diesen Weg unterstützen? Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir endlich den entscheidenden Schritt zur Entkriminalisierung machen müssen und auf der anderen Seite zur Regulierung. Das ist ja der wichtige Schritt. Und ich setze auch darauf, dass wir Kräfte haben in den anderen Fraktionen, also gerade bei der CDU, aber in Teilen vielleicht auch bei der CSU, die sich diesen Aspekten auf einer anderen Ebene vielleicht nähern können, als wir das gewohnt sind, daran zu gehen. Man muss ja mal ganz klar sagen, wenn wir über Sicherheit reden, was ja der Union ausgesprochen wichtig ist, da muss man ja auch mal sagen, wenn ich so viele Menschen in einen Schwarzmarkt dränge und dort auch zu den Kreisen, die mit organisierter Kriminalität zu tun haben, da muss ich mich ja auch fragen, ob ich nicht auch unter einem Sicherheitsgesichtspunkt eigentlich völlig das Falsche tue, sondern eben den Weg der Freiheit und der Regulierung gehen sollte. Und das, dafür haben wir ja ganz konkret auch dieses Gesetz vorgelegt in der letzten Wahlperiode. Ich glaube, es ist eine sehr gute Arbeitsgrundlage, weil es ja wirklich sämtliche Facetten angeht. Und ich hoffe auch ein Stückchen auf die Unterstützung der Gesundheitspolitiker. Das klingt vielleicht erstmal verwegen, aber ich glaube, wer ernsthaft über Suchtprävention nachdenkt, der muss ja die Ansätze auch wirklich gehen, wo ich tatsächlich die Chance habe, ernstlich bei Prävention voranzukommen und gleichzeitig auch den Ansatz habe, dass ich da den Gesundheitsschutz an einer ganz anderen Stelle hochziehen kann, dass ich nämlich eben weiß, es gibt kontrollierte Abgabe, es gibt kontrollierte Produkte und eben nicht das, was wir heute auf dem Schwarzmarkt haben in der Form, wie es jetzt ist. Und da kommt natürlich als weiterer Aspekt noch Cannabis als Medizin sowieso dazu. Auch da müssen wir ja sagen, der Ansatz, der in der letzten Wahlperiode, man kann sagen, wenigstens der Schritt ist gegangen worden, aber er ist ja so dermaßen unzulänglich, dass wir auch da großen Nachsteuerungsbedarf haben. Und das wird uns natürlich gesundheitspolitisch in den Koalitionsverhandlungen auf jeden Fall beschäftigen. Das ist ganz, ganz klar von unserer Seite. Ja, erstmal, ich muss dich noch richtig vorstellen, das habe ich gerade versäumt, weil ich mir beim Vornamen wieder nicht ganz sicher war, im Programm ist er abgekürzt, aber Maria, richtig klein, Schmeink von der Grünen Bundestagsfraktion, recht kurzfristig auch eingesprungen, deswegen bin ich auch da wieder noch nicht dazu gekommen, den Namen komplett auswendig zu lernen. Uns interessiert natürlich jetzt ganz besonders möglichst tiefe Einblicke in diese Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche zu bekommen. Logisch bohre ich da wie verrückt. Wahrscheinlich sind hier auch noch ein Haufen Presseohren unterwegs, die genau solche Dinge jetzt hören wollen und Neuigkeiten aufgreifen. Wie weit bist du involviert? Inwieweit hast du Einblick in diese ganze Sondiererei? Also erstmal, ich bin in der letzten Wahlperiode gesundheitspolitische Sprecherin gewesen und habe nicht wie Harald Terpe, der ja unseren diesen Gesetzesentwurf entwickelt hat, war nicht für dieses Thema zuständig, aber trotzdem hat mich das natürlich sehr auch beschäftigt. Ich komme aus dem Wahlkreis Münster, genauso wie Hubert Wimber aus dem Wahlkreis Münster kommt. Und Sie wissen vielleicht, dass wir dort in einer schwarz-grünen
Koalition tatsächlich den Antrag auf ein Modellvorhaben zur Freigabe auf den Weg gebracht haben. Und dass das in einer solchen Konstellation möglich ist, lässt ja vielleicht ein bisschen Hoffnung aufkeimen, dass so nach und nach der Weg der Vernunft statt Ideologie auch gangbar ist. Also an der Stelle sind wir durchaus beharrlich und von unserem Weg nicht einfach so abzubringen, sondern da muss man eben weiter bohren, weitermachen. Ich bin nicht Teil der Sondierungsgruppe. Das ist Katja Dörner für uns zuständig aus diesem Bereich. Ich bin Teil der Vorbereitungsgruppe, die die sämtlichen gesundheitspolitischen Positionen erarbeitet, Hintergrundpapiere und so weiter. Insofern auch im erweiterten Kreis drin enthalten. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark setzen sich die Grünen bei den Verhandlungen für das Thema ein? 10. Sind wir schon 20 zusammen? Ja, alles andere wäre jetzt wahrscheinlich auch politischer Selbstmord gewesen, aber. Achso, ich kann noch. Man vielleicht mit Schnupftabak locken. CSU ist genau mein Stichwort. Ja. Wir haben hier keinen Unionspolitiker. Wir haben es versucht und auch das wird Teil der Entwicklung dieser Konferenz sein und ein weiterer Meilenstein sein. Wir werden hier einen CDU-Politiker früher oder später sitzen haben, vielleicht schon nächstes Jahr, ich bin zuversichtlich. Aber was mich jetzt vor allen Dingen wundert, ich bleibe noch mal kurz bei den potenziellen Regierungsfraktionen. Die Oppositionsvertreter mögen mir das verzeihen, weil es gerade so spannend ist mit der Verhandlei. CDU, ihr habt beide das Projekt noch nicht aufgegeben, Legalisierung durchzudrücken. Gegen die CDU, gegen die CSU. Was erstaunlich erscheint, wenn man sich vorstellt, was Frau Mortler bisher da so getrieben hat als Drogenbeauftragte von der CSU, das drogenpolitische Gesicht der CSU, aber auch Merkel, die sich ganz klar gegen Legalisierung ausgesprochen hat. Ich verspüre aber noch so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht doch klappen würde. Wir müssen jetzt eine Fremdanalyse machen, die CSU, CDU analysieren, ohne dass sie da sind, und dafür sind Sie beide im Moment meine Experten. Ich hätte eine Idee. Ich habe Frau Merkel gesagt, wir können das zur Gewissensfrage machen. Das wäre eine ganz tolle Sache, weil wir kennen das ja. Dann wird das geöffnet, die Mehrheit ist dafür, Frau Merkel kann dagegen sein. Ich glaube, innerlich ist es ihr völlig wurscht, wenn ich das mal so beobachtend sagen darf. Und dann ist der Drops gelutscht. Manchmal sind ja Gesetze in Deutschland übers Wochenende erledigt, wenn man es nur richtig einstiehlt. Sie hat auf den Vorschlag nicht reagiert, aber ich fand das sehr elegant. Ich fand es sehr fantasievoll zumindest. Das hätte ich sonst auch vorschlagen können, weil wir ja mit der Ehe für alle da ja eine gute Erfahrung gemacht haben, dass dann selbst auch die SPD sich dann hinterher zum Vorreiter dieser Idee gemacht hat. Und das wäre natürlich an dieser Stelle eigentlich auch eine schöne Geschichte. Ich glaube, man wird all das tatsächlich erst im Laufe jetzt der weiteren Sondierungen und Verhandlungen sehen, weil das natürlich auch einen Fortgang bedeutet insgesamt. Im Moment sind wir ja von der Sondierung her, hat man noch nicht den Eindruck, dass wir wirklich schon den größten Teil des Weges gegangen wären, sondern wir haben noch unglaublich viele offene Fragen, und das muss man einfach ehrlicherweise hier einfach insgesamt in den Raum stellen. Ich glaube, Sie verfolgen ja alle die Presse und sehen das, dass wir an sehr, sehr gravierenden Feldern sehr weite Wege noch zu bewältigen haben, und von daher muss man das, glaube ich, voranstellen, weil das natürlich erstmal das ist, was insgesamt uns alle beschäftigt für viele, viele Bereiche. Aber Sie können natürlich von Ihrer Seite eine ganze Menge tun, weil man sieht ja sehr, sehr deutlich, dass sobald der Eindruck da ist, dass ein Großteil der Bevölkerung einen bestimmten Weg will und auch sagt,
diesen alten Zopf müsst ihr jetzt mal abstellen, weil er macht keinen Sinn, sondern wir sind insgesamt als Bevölkerung da eigentlich ein Stück weiter. Das ist letztendlich oft der Öffner für sehr strittige Themen und da können Sie alle natürlich zu beitragen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Begleitmusik, die man dafür braucht. Gut, also wir drücken die Daumen. Ich überlege auch gerade, was ich vielleicht anbieten könnte, wenn Jamaika das jetzt doch gebacken kriegen sollte, alle Probleme zu lösen. Ob ich zum Beispiel allen Verhandlungsführern die Schuhe putze mal, so inklusive Mortler und Merkel meinetwegen, wenn es durchkommt, würde ich gerne machen. Aber jetzt mal angenommen, wir schaffen es nicht, alle Probleme zu lösen, ist natürlich auch eine starke Opposition auf unserer Seite eine wichtige Sache. Und es ist ein bisschen merkwürdig, bei der SPD jetzt von Opposition zu sprechen. Das fühlt sich ungewohnt an, ist ja auch noch gar nicht so weit. Wer weiß, vielleicht kommt Jamaika nicht zustande und die SPD sagt am Ende doch, ja gut, okay, dann machen wir es halt, ne? Aber nehmen wir mal an, Opposition. Wir haben viel Chaos gehabt durch diese Wahl. Die einzige drogenpolitische Sprecherin, die übrig geblieben ist, ist Frau Emmy Zollner von der Union. Alle anderen sind rausgeflogen. Harald Terpe haben wir schon gesehen. Ja gut, stimmt, der ist nicht rausgewählt worden oder zu schlechtes Ergebnis, der ist gar nicht wieder angetreten. Aber bei der SPD ist der drogenpolitische Sprecher Burkhard Blinert tatsächlich rausgeflogen. Er war auf der Landesliste. Das Ergebnis hat nicht gereicht für ihn. Das empfinde ich als großen Verlust in dem Fall, weil er innerhalb der SPD wirklich eine Vorreiterrolle gespielt hat. Und er hat relativ kurzfristig auch abgesagt. Deswegen ist es mir nicht gelungen, einen Bundespolitiker hier als Ersatz noch hinzukriegen. Freue mich umso mehr, dass Thomas den Job übernommen hat. Thomas Isenberg, nochmal drogenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in Berlin, da auch Vorreiter, so wie Blinert das auf Bundesebene war. Thomas, was ist übrig von Legalisierungspolitik bei der SPD auf Bundesebene? Kannst du das überhaupt schon einschätzen? Was für Abgeordnete sind da? Wie ticken die? Viele Grüße von Burkhard Blinert. Es ist schwierig, nach 4 Jahren nicht mehr im Bundestag zu sein und er hat auch noch familiäre Ereignisse heute. Wir haben gemeinsam ja in der Friedrich-Ebert-Stiftung in dieser letzten Legislaturperiode einen Arbeitskreis aufgesetzt. Also unter Federführung von Burkhard war ich von Anfang an beteiligt und das war auch eine Kernzelle für neue Diskussionen in der SPD-Bundestagsfraktion. Und ich sage mal, aus sozialdemokratischer, aus meiner Sicht ist es ein Erfolg, dass endlich die Fraktion so weit war, dass sowohl die gesundheitspolitische Sprecherin, damals Hilde Matt heißt, die wieder im Bundestag ist, dass Bettina Müller, das Weitere ganz klar gesagt haben, wir brauchen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Und eigentlich sehr persönlich einherging mit dem guten Cannabiskontrollgesetz, was Bündnis 90 die Grünen vorgelegt hatten. Und man muss jetzt sehen, wie die Fraktion sich da wieder aufstellt. Die Fraktionsvize sind noch nicht gewählt. Die amtierende Fraktionsvize Dr. Eva Högel, meine Kollegin hier aus Berlin-Mitte, die auch leider heute nicht konnte, weil sie gleichzeitig als Kreisvorsitzende Mitte kandidiert. Wir heute ein Neumitgliederseminar haben und dann muss man irgendwie überlegen, möchte man die neuen Mitglieder, die demnächst auch Parteiwahlen machen, müsste man sich um die kümmern. Wir haben massig Neueintritte gehabt, wirklich massig die letzte Zeit. Oder muss man was anderes machen? Ist auch auf der Seite der Forderung des Handverbandes. Also insofern haben wir da viele Leute. Wir hatten leider natürlich auch ein Vakuum viele Jahre gehabt. Der Jugendparteitag 98 hatte ganz klare Beschlusslagen. Das ist nicht umgesetzt worden, das ist eingeschlafen. Die SPD war auch Anfang der 2000er Jahre wesentlich paternalistischer drauf, was die Drogenpolitik betraf. Das Umdenken hat eigentlich erst richtig in der letzten Legislaturperiode begonnen. Und wir hatten heute Morgen ja schon mal den Hinweis auf Koalitionsverträge gehabt. Wenn ein Koalitionsvertrag von also grundsätzlich etwas nicht beinhaltet, ist es schwierig, ein weiteres Thema auf die Agenda zu setzen, zumal ja in einem Koalitionsvertrag immer drinsteht, die Koalitionspartner stimmen gemeinschaftlich und einheitlich ab. Und wenn in einer Zweierkonstellation zwischen Konservativen und Progressiven, darf ich mal sagen, ein Thema neu aufkommt und eine Seite per se nichts machen möchte, mehr als sie denn auch als Erfolg schon gemacht hat, und da muss man auch sagen, hätten die Gerichte nicht gesagt, wir brauchen einen guten Zugang im Einzelfall für Cannabis-Patientinnen und Patienten,
hätte sich ja vermutlich auch wenig bewegt. Aber ich nehme wahr, dass da viele jüngere Abgeordnete, und eben wurde ein Name benannt, ja, wir haben Verzäuner, wir haben auch Herrn Heinrich, wir haben andere, die ich als dialogbereit zumindest subjektiv einschätze, weiß ich nicht, ob wir überhaupt so weit wären wie jetzt. Aber wir haben jetzt die Situation, dass auch unter Beteiligung der SPD der Staat quasi zum Dealer wird durch die Errichtung einer Cannabis-Agentur. Wir haben jetzt noch Umsetzungsprobleme im medizinischen Bereich, die müssen behoben werden. Also es kann nicht sein, dass diese Bürokratie so weiter bestehen bleibt und der Zugang de facto nicht gewährt wird. Aber das wäre natürlich zu wenig, wenn man da jetzt das als Erfolg abfeiern würde, auch in der nächsten Legislaturperiode. Wir brauchen hier mehr. Und in der SPD haben wir den Prozess, dass viele Landesverbände jetzt sehr neue Diskussionen geführt haben, so auch wir in Berlin. Ich bin jetzt 9 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus, Sprecher für Gesundheit, jetzt Mitglied des Fraktionsvorstandes. Wenn ich vor 8 Jahren die Diskussion gestartet hätte, wäre ich persönlich nicht in der Partei und in der Fraktion so aufgestellt gewesen, dass ich vermutlich, zumindest nicht inhaltlich und ich weiß noch nicht mal politisch, diese Diskussion hätte erfolgreich führen können oder überlebt hätte. Und da haben wir vieles Neues denken. In Berlin beispielsweise mehrere Kreisverbände, Bezirke, Mitte, Pankow, Kreuzberg, die Jusos sowieso, die Jungliberalen, dankenswerterweise auch die bayerische SPD. Ja, aber viele in der Partei das Thema salonfähig geworden ist und jetzt sogar dann durch die Fachstellen für Suchtprävention, durch die Community, ja, die man immer vor sich hergetragen hat, wir dürfen nichts tun, weil hier die ganzen Psychiater ja auch sagen, dass es problematisch ist. Hier die Community sagt, nee Leute, bitte helft uns, macht was und es schadet nichts, es hilft auch den Betroffenen. Die Arbeiterwohlfahrt hat neue Beschlusslagen im letzten Jahr produziert, was für so einen Sozialdemokraten auch in der Landesvorstandsdiskussion wichtig ist, dass man das diakonische Werk, die AWO, hinter sich dort hat, sodass also die Rationalität der Diskussion eine neue Ebene hatte. Wir haben dann, das empfinde ich auch als Erfolg, dass Martin Schulz im Wahlkampf zumindest gesagt hat, dass er die Diskussion freigeben würde. Ich hätte mir mehr gewünscht, ja, ich wünsche mir natürlich, dass das Thema eines COA-Vertrages, aber das ist etwas, wo man jetzt auch als Sozialdemokrat sagen kann, das ist so eine Messlatte, die erstmal dahin gehangen worden ist, weil eine Freigabe wäre aus meiner Sicht in dem alten und auch im jetzigen Bundestag so, dass dann die Mehrheit für neue Regelungen wäre. Also insofern empfinde ich die SPD dort hoffnungsvoll, darf ich auch Ihnen sagen. Sie ist eingebunden, wenn sie mit konservativen Koalitionspartnern ist, innerhalb der Logik des dann herrschenden Koalitionsvertrages und des Denkens des Partners. Und insofern bin ich froh, dass wir im Bundesrat mit Bremen jetzt eine Initiative haben starten könnte, die im Übrigen ja auch Herr Kretschmann hat die auch abgelehnt, ich glaube auch aufgrund Koalitionsressort, wenn ich das richtig im Kopf habe, also für eine neue Bundesinitiative und die auf Landesebene in Berlin auch zum Glück eine Dreierkoalition haben. Also ich sage mal, wir haben Rot-Rot-Grün, auch mit der FDP wäre das gegangen, aber wir haben jetzt Rot-Rot-Grün und das war total super. Ich habe damals schon ein Jahr vor der Wahl gesagt, es hängt ganz davon ab, was wir in Berlin tun, wie die Koalition wird. In dem Moment, wo wir Rot-Rot-Grün kriegen, werden wir das Feld bewegen. Und da bin ich auch dankbar als Koalitionspartner, Kollege Graf, dass man da auch über Bande spielen kann. Also es braucht in der Dreierkoalition, wo einer vielleicht weiter ist als der andere und ein anderer vielleicht noch ein bisschen rückständiger ist, da muss man über die Fachpolitiker und über die Funktionäre auf Parteiebene so spielen, dass es dann irgendwann auch ein bisschen eskaliert. Das habt ihr gut gemacht in den Koalitionsverhandlungen, wurde mal ein bisschen emotionaler. Die Fachleute haben dann schon gewusst, wo sie hinwollen. Und diese Hoffnung habe ich eigentlich jetzt auch bei Jamaika, wenn es dann irgendwann mal in die Koalitionsarbeitsgruppenpapiere geht. Und dann werden wir von Landesseite aus das unterstützen, wenn es in die richtige Richtung geht. Thomas, du hast die Entwicklung so ein bisschen skizziert jetzt. Landesverbände der SPD, die sich bewegt haben in letzter Zeit, ist gar nicht so lange her, dass es losging. Wir haben den Beschluss pro Legalisierung in Bayern, in Sachsen, glaube ich. Bremen ist offensichtlich im Boot nach diesem Antrag, auch ohne formalen Beschluss. Und ähnlich ist es in Berlin, auch kein formaler Beschluss, aber mitmarschierend auf dem Weg Richtung Modellprojekt. Dein Tipp, was ist der nächste SPD-Landesverband,
der die Trendwende macht. Jeder ist wertvoll, wobei natürlich beim Bundesparteitag die Truppen stehen in anderen Bundesländern, ne? So wie bei den größeren Parteien. Also Nordrhein-Westfalen hat viele Delegierte. Und da haben wir total, ja, ich sage, die Truppen stehen da. Und wenn es jetzt eine Bundesparteitagsbeschlusslage, da weiß ich nicht, wie die Abstimmung hingehen würde. Ich brauche aber auch momentan keine Abstimmung, solange meine Maxime die ist, dass das Wort von Martin Schulz zitierfähig ist und Bestand ist, nämlich, dass es mindestens freizugeben ist. Ich sage auch ganz offen, ich wirke gar nicht so viel in die Bundespartei diesbezüglich hinein, weil da möchte ich mich auch gar nicht verkämpfen. Ich möchte, dass wir mit den Ländern, wo wir dran sind, jetzt die Modellversuche, den Finger in die Wunde hinleiten, da die Modellversuche machen und anderes gut umsetzen. Und ich darf nochmal sagen, wir haben in Berlin eine ganz klare Landesparteitagszustimmung, nämlich zum Koalitionsvertrag. Wir hatten im Vorwahlkampf, das war, was du meintest, mal eine Mitgliederbefragung gemacht. Die waren ein paar tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 30, unter 1% der Stimmen fehlten dann 30 Stimmen. Aber die Mitgliederbefragung war eingebettet in die Fragestellung, welche der folgenden 10 Themen möchtest du als Parteimitglied, sollen denn zum Wahlkampfthema erhoben werden? Und dann konnte man bei jedem Thema sagen, das ja, und wenn ja, dann wie wichtig ist mir das Thema? Und da sage ich auch ganz offen, da haben viele Leute mir gesagt, ich bin zwar auf eurer Seite, ich möchte, wenn Landespartei, wenn ihr das mal umsetzt in Koalitionsverhandlungen, dann stimmen wir denn am Landesparteitag zu dem Koalitionsvertrag. Aber ich habe keine Lust, Wahlkampf mit dem Thema zu machen, mich dann in Reinickendorf hinzustellen, wo mein Hauptgegner die CDU ist, und mir dann von den besorgten Müttern erzählen zu lassen, du möchtest als SPDler die Kinder alle abhängig machen. Und deswegen haben etliche Leute bei der parteiinternen Mitgliederbefragung, was ist das Wahlkampfthema, nicht dafür gestimmt, obwohl sie inhaltlich in einer anderen Debatte dann dafür sind. Und das war genau die Ausgangskonstellation. Wir haben viel erreicht innerparteilich, dann Koa-Vertragsverhandlungen, Fachebene war konsentiert, dann gab es noch mal ein bisschen Geplänkel drumherum und dann gab es die Vorlage des Gesamtpapiers des Koalitionsvertrags beim Landesparteitag und absolute Zustimmung. Insofern kommt es einfach darauf an, dass wir jetzt da zeigen, was man machen kann und die Bundesebene das Tor öffnet. Danke. So, last but not least, eigentlich, wenn man den Aktivierungsgrad, Aktivismusgrad als Politiker betrachtet, der absolute Superstar in dieser Runde, leider auch einer von den dreien als drogenpolitische Sprecher, die rausgeflogen sind, um es mal so klar zu sagen. Ich freue mich, dass Frank Tempel trotzdem hier ist. Keiner hat so viele kleine Anfragen gestellt in den letzten Jahren, Anträge gestellt und so weiter. Extrem aktiv, extrem positiv agierend für die gute Sache. Schön, dass du da bist erstmal. Frank, wie geht's dir? Bleibst du weiter aktiv? Bleibst du dem Thema erhalten? Fangen wir doch mal mit dieser persönlichen Ebene an. Ja, also erstmal muss ich mich sortieren. Man hat als Mitglied des Bundestages eine Infrastruktur. Man hat ein super Team, das man sich selber zusammenstellt, was einfach Dinge kompensieren kann, wenn man permanent unterwegs ist. Da gab es einen Stefan Kunert aus Berlin. Der hat praktisch neben seinem Studium bei mir ein paar Stunden gemacht und die ausschließlich für die Drogenpolitik verwendet. Viele Sachen recherchiert, die ich einfach mal so oft zurufe. Ich habe über Facebook das und das gehört. Kannst du das überprüfen? Ist das so? Yes. Können wir mit der Studie was anfangen? Dann irgendwann aufgenommen, welchen Duktus ich habe in der Zusammenarbeit mit der Presse. Also wie ich in der Presse wahrgenommen werden will, wie ich verstanden werden will, das aber dann auch regelmäßig zeitnah zu bedienen, wenn irgendwelche aktuellen Sachen da sind. Dazu braucht man ein 1A funktionierendes Team. Das ist jetzt gerade zum Teil in die Arbeitslosigkeit gegangen. Das ist natürlich schwer zu kompensieren. Als MdB hängt man immer als praktisch Markenzeichen raus. Aber dahinter hängt natürlich ein Team, was mindestens den gleichen Anteil hat. Ich habe die politische Richtung vorgegeben. Ich habe gesagt, wie forsch wollen wir vorgehen? Manchmal haben die mich bekniet am Jackett gehangen, was ich gar nicht so gerne trage, und gesagt, mach das nicht. Diesen Antrag damals zum Bundesparteitag, zum Wahlprogramm der Linken, mit den Schlagzeilen, dann, die ich heute schon mal erwähnt habe, Linke will Heroin und Kokain bei Lidl und Aldi. Ja, aber es hat funktioniert. Über die Skandalisierung erstmal ein Thema überhaupt zurück in die Presse zu kriegen. Das war ja so eins der ersten Sachen. Das ist ja gelungen. Und dann auch, der Thomas hat es eben gut geschildert, wie Politik funktioniert. Natürlich können wir
einen Wettbewerb machen bei den Parteien. Wer hat das beste Konzept? Cannabiskontrollgesetz war so ein gutes Konzept, haben wir auch unterstützt. Aber ein solches Konzept von einer Oppositionspartei vorgeschlagen, wird in Deutschland nie mehrheitsfähig werden, egal wie gut es ist. Und man muss auch sagen, mal zu ergänzen zu den Fragen, ich begleite das eben, weil ich im Parteivorstand der Linken hier in Berlin einmal im Monat aufschlagen werde. Und ich werde selbstverständlich das Thema Drogenpolitik versuchen, da ganz oben zu halten. Ich habe ja da auch, wenn solche Anträge waren, Unterstützung, Petition, immer 100% Zustimmung bekommen. Ich glaube, da sind wir richtig gut bei, also regelmäßig bei diesen Themen, 100%, auch in der Fraktion. Ich werde jetzt gucken, wer übernimmt das Thema in der Bundestagsfraktion, habe da ein, zwei im Blickwinkel, werde eben nicht dort die graue Eminenz spielen, sondern werde versuchen, da jemanden auch sich freischwimmen zu lassen, auch mit einem neuen Blickwinkel vielleicht nochmal, habe da den einen oder anderen Juristen auch im Blick, der natürlich, es ist selbstverständlich ein gesundheitspolitisches Thema, dann auch in den Apfel beißen muss und sagen, ich gehe zumindest als stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss. Das hat den Vorteil, wenn ich im Gesundheitsausschuss auftauchte, wusste man immer, heute geht es über die Drogenpolitik. Ja, also das ist eine gewisse Zuverlässigkeit. Das muss ich ordnen. Ich werde selbstverständlich bei Hubert weiter, ich habe mir gerade einen Arbeitsrhythmus verschafft, nicht die Schicht, wie ich befürchtet hatte, sondern wo ich zum Beispiel übers Wochenende selbstverständlich ehrenamtlich aktiv werden kann. Auch da habe ich nicht die Ressourcen eines Bundestagsabgeordneten, der ein Budget hat, wo man bundesweit durch die Gegend reisen kann, sondern das muss man dann irgendwie auch anders finanzieren. Da muss man auch Modelle finden, das dauert halt alles noch ein Stück, aber es sind natürlich Sachen, die zu begleiten sind, also bis hin, dass die Opposition natürlich Druck machen muss, wie der Handverband, was passiert in den Sondierungen. Wir haben es erlebt, die SPD kann ein Lied davon singen. Ich kann mich erinnern, wie oft saß Hilde Mattheis da bei Anträgen der Grünen, der Linken, und hat bei der Ablehnung aber sowas von einen Krampf im Arm gekriegt, weil sie ablehnen muss aufgrund des Koalitionsvertrages, aber so gerne zugestimmt hätte. Und zwar eigentlich alle, die für die SPD im Gesundheitsausschuss saßen. Sie konnten nicht, weil im Koalitionsvertrag stand nichts drin, dass das Thema überhaupt auf die Agenda. Da stand auch nicht drin, wir legalisieren Cannabis nicht, sondern es stand nichts dazu drin. Und deswegen auch mein Rat. Man muss zumindest, dass dieses Thema auf der Tagesordnung stattfindet. Das muss jetzt rein. Wenn das jetzt nicht in den Koalitionsverhandlungen, wenn denn die Sondierungen mal geschafft sind, drinne kommt, wird es enorm schwierig werden, die Union in diesen 4 Jahren zu irgendeinem Zugeständnis noch zu bewegen. Und da muss man natürlich damit punkten, in der letzten Legislatur, dann wird man sich sehr wundern. Frau Mortler war ein gewaltiger Fortschritt gegenüber ihrer Vorgängerin Frau Dückmanns, muss man mal so ehrlich sagen. Der Gesundheitsausschuss war in Uruguay. Hat sich dieses Modell angeguckt. Ich kann garantieren, da waren 3 Unionsgesundheitspolitiker dabei, die fanden das Modell toll. Den Eigenanbau nicht so sehr, den Cannabis-Club ein bisschen. Da stand da so ein Hyperaktiver, nicht so der typische Cannabiskonsument, wie sich der Unionspolitiker an Cannabis, ne, Frau Merkel, also der geht nie wieder auf Arbeit, hat nur noch den nächsten Joint im Kopf, sondern da stand so ein hyperaktiver Ehrenamtlicher und erklärte da seinen tollen Cannabis-Club. Wesentlich schlauer reguliert als in Spanien zum Beispiel. Und noch besser hat dir natürlich die kommerzielle Lösung mit über die Apotheken gefallen. Aber sie haben mit mir darüber diskutiert, wie und nicht ob. Und da muss man einfach anknüpfen. Und da muss man natürlich auch gucken, auch die Union will das Gesicht wahren. Also vielleicht wird man in den Koalitionsvertrag, da bin ich mir sogar ganz sicher, nicht das Cannabiskontrollgesetz reinbekommen. Das wird nicht stattfinden. Aber man muss gucken, wo denn dieser gemeinsame Nenner ist. Wo kann man aus der letzten Legislatur, wir waren auch in Portugal, eine sehr wichtige Sache. Also einfach mal bei der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen- und Suchtgefahren. Einfach mal die Zahlen, die die Grünen und die Linken immer wieder eingeworfen haben und die man uns nicht geglaubt hat im Plenum, einfach auch mal auf den Prüfstand zu stellen und den Leuten, die sie ja veröffentlicht haben, die jetzt nicht irgendwie vom Handverband sind oder so, wo man sagt, ja, das ist Lobby oder sowas, sondern das ist eine seriöse europäische Agentur. Und auch da mal hinterfragen, wie entstehen solche Zahlen? Lebensprävalenz, Cannabis und so weiter. Das war sehr wichtig. Das hat vorher im alten Bundestag in meiner ersten Legislatur noch nicht stattgefunden. Da sind wir auch für die Verwendung von Cannabis in der Medizin ausgelacht worden. Da waren die Pharmavertreter im Gesundheitsausschuss eingeladen und haben gesagt, die medizinische Reinheit von Cannabis kann nicht gewährleistet werden. Und außerdem gehen ja auch noch Nebenwirkungen da einher. Also Pharmavertreter, die vor den Nebenwirkungen eines Medikaments warnten. Das hat allen Ernstes im Gesundheitsausschuss stattgefunden, in der letzten Legislatur nicht. Ich fand es
im Nachhinein ein sehr schönes Abschiedsgeschenk, dass zu meinem Geburtstag die medizinische Verwendung von Cannabis im Bundestag beschlossen wurde. 19. Januar war die dritte Lesung. Und insofern in Kraft treten war dann am 1. März. Aber trotzdem, natürlich ist da noch nicht alles im Reinen. Auch das muss diese Nachbesserung muss im Koalitionsvertrag in irgendeinem Punkt. Und da unterschreibt die Union. Also die haben sich ja damit gebrüstet, wir sind da Vorreiter von der Frau Mark über die Frau Zeuner. Da muss man anknüpfen, da waren die schon. Man muss die da abholen, wo sie ganz einfach schon waren. Und dann natürlich gucken, wenn sie selber nicht vor ihren eigenen Wählern das Gesicht verlieren wollen, in die Verantwortung. Wir haben auch diesen Punkt, alle Bundesländer mit linker Beteiligung haben dazu gestimmt, noch ein paar andere, diese Sache über diese Modellprojekte. Das ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wir öffnen theoretisch die Tür. Also das können wir den FDP und den Grünen in den Koalitionsverhandlungen durchaus zugestehen, aber wir gehen selber vor unserem eigenen Wähler nicht in die Verantwortung. Das heißt aber, ein Konsument, das ist die Voraussetzung dafür, muss endlich tatsächlich straffrei sein. Ich glaube, das lässt sich wandeln. Wir reden gar nicht über eine Legalisierung, sondern wir sagen, das mit der geringen Menge, das ist doch absurd, dass das in dem, schon allein wenn in Bremen so ein Modellprojekt wäre, ich lasse mich breitschlagen und tue für meinen Rücken so ein Zeug kaufen in Bremen. Ne? Die haben das genehmigt bekommen. Dann fahre ich irgendwann nach Hause durch Sachsen und die Sachsen sagen, bei uns hier nichts mit geringer Menge, 8 Gramm oder was hier bei uns in 6 Gramm. Ich kriege eine Strafanzeige, es wird beschlagnahmt. Das interessiert die Sachsen auch nicht, dass in Bremen ein Modellprojekt ist. Das heißt, das mit der geringen Menge muss ins Bundesgesetz. Das kann man verhandeln. Das ist einfach eine rechtliche Klarstellung, dass es dann aber heißt, unterhalb dieser Menge gibt es keine Strafanzeige und keine Sicherstellung. So, und dann hat man eine tatsächliche Entkriminalisierung. Wer genau zugehört hat, wie häufig hat denn Frau Mottler in der Vergangenheit gesagt, in Deutschland werden Konsumenten nicht kriminalisiert. Auch das klang vor 5, 6 Jahren noch ganz anders. Da sprach man vom harten Durchgreifen. Das hat sich in der Parteienlandschaft, in der Kommunikation komplett verändert. Auch in Wien bei der UN-Konferenz hat Frau Mottler davon gesprochen, dass wir sehr dicht angeblich am portugiesischen Modell sind. Wo es keine hat sie mehrfach. Also wir, ähnlich wie in Portugal, bei uns werden Konsumenten nicht kriminalisiert. Das wiederholt sie, dabei kann man sie abholen. Also man kann doch sagen, es ist doch, ihr seid doch auch dabei, man kann den, da kann man auch ein bisschen mit Honig ums Maul schmieren, aber es kann funktionieren, eine solche Regelung zu machen, dass man das hat. Und zweitens, dass man sagt, die Union ist sich doch sicher, wenn Cannabis legal zu haben ist, dass dann Kinder und Jugendliche mehr konsumieren, dass Erwachsene mehr konsumieren, dass man dann sagt, um das zu überprüfen, sind doch diese Modellprojekte aber sowas von geeignet. Und dann sind natürlich, es wird auch Landtagswahlkämpfe geben, es gibt auch da Druck. Ich bin mir sehr sicher, wenn die ersten 2, 3 Bundesländern mit solchen Modellprojekten arbeiten, wird das eine Kettenreaktion werden. Also Berlin, Thomas, ne, ist ganz schnell dabei, Bremen ist dabei, Thüringen, weiß ich auch, ist dabei, hat es ja auch im Bundesrat mit unterstützt. Auch die medizinische Verwendung von Cannabis kam ja über Thüringen mit in den Bundesrat. Da sind mehrere Länder bei, einzelne Kommunen machen Druck, auch in Frankfurt am Main war das zum Beispiel Thema. Also es wäre eine Kettenreaktion, da sind mehrere dabei, sodass die Union im Bundes eigentlich nur die theoretische Tür aufmachen muss, aber nicht vor ihrem eigenen Wähler praktisch blank dasteht, also mit Gesichtswahrung. Und dann hätten wir tatsächlich einen Einstieg in eine sehr zügige Regulierung der Abgabe von Cannabis, in eine Entkriminalisierung des Konsumenten. Das wäre praktisch der nahtlose Übergang zu dem, was die Parteienlandschaft in der letzten Bundestagslegislatur vorbereitet hat. Ich wäre nicht mehr zufrieden, möchte ich auch mitgeben, wenn es jetzt nur noch diese Evaluierung des Drogenstrafrechts wäre. Das hätte man in der letzten Legislatur machen wollen, aber auch da haben wir zum Beispiel im Schulterschluss mit den Grünen ganz gezielt gearbeitet. Natürlich haben die Strafrechtsprofessoren eine Enquete-Kommission gefordert. Was das jetzt genau ist, erkläre ich hier nicht. Es ist ein Modell, wie man sowas überprüfen kann. Das wussten wir. Wir haben gesagt, rein wissenschaftlich, ohne die Politik wäre das noch besser. Wir haben eine Delphi-Studie deswegen vorgeschlagen, haben aber hinter den Kulissen sowohl der SPD als auch der CSU signalisiert, ihr könnt euch jetzt im Plenum hinstellen und sagen, ganz schlecht, was Linke und Grüne machen, das machen Regierungsfraktionen gerne, werden sie auch dann irgendwann. Also ganz schlecht, was die da machen. Es wurde doch eine Enquete-Kommission gefordert, deswegen lehnen wir selbstverständlich den Antrag von Grünen und Linken ab und machen die Enquete-Kommission. Das haben wir denen angeboten. Wir haben denen angeboten, ihr könnt unseren Antrag als komplett absurd hinstellen und macht die Enquete-Kommission. Wir haben dann gemeinsam das, was wir Gesundheitspolitiker wollen, die Überprüfung des Drogenstrafrechts.
Und ihr habt Gesichtswahrung betrieben und wir haben es vorangebracht. Das kann funktionieren im Bereich Katastrophenschutz, den ich auch bearbeitet habe. Habe ich das sehr häufig so erfolgreich gemacht. In der Drogenpolitik ist es noch nicht ganz aufgegangen. Aber ich denke, die Parteienlandschaft ist tatsächlich soweit. Namen fielen ja auch, der Herr Heinrichs, der war in Uruguay dabei. Ja, also so ein Satz, Drogen sind zu gefährlich, um sie einer illegalen Mafia zu überlassen. Da kam er hinterher zu mir und hat gesagt, der Satz hat mich überzeugt. Ja, daran muss man ihn auch festnageln. Auch solche Sätze, dass Drogen einfach zu gefährlich sind, umgekehrt, dass umso gefährlicher die Droge an sich schon ist, umso gefährlicher sind die Nebenwirkungen des Verbots. Auch das sind Sätze, die jeden Gesundheitspolitiker überzeugen. Und daran ansetzen, und ich denke, dann ist es, ich bin sehr optimistisch aufgrund der letzten Legislatur, dass es gelingen kann, wenn man der Union eine Gesichtswahrung ermöglicht, dass man zumindest Eckpunkte im Koalitionsvertrag festlegen kann. Wird das nicht passieren, werden Sie in die Rolle der SPD kommen und 4 Jahre lang sagen, wir würden ja so gern, aber es steht nicht im Koalitionsvertrag. Es ist mehrfach jetzt angesprochen worden, offene Abstimmung als eine Option, angefangen vom Kanzlerkandidaten Schulz, der es zum ersten Mal eingebracht hat, hier ist mehrfach gefallen und dann haben wir eine Mehrheit, habe ich glaube ich von 3 verschiedenen Leuten hier gehört. Bei einer persönlichen Abstimmung, parteiungebunden, ohne Fraktionszwang, eine Mehrheit für die Legalisierung im Bundestag, ist das so? Habt ihr das mal durchgerechnet? Ich bin mir nicht so sicher. Also ich bringe 69 Stimmen ein. Ne? 69 von den Linken? Ich würde mal davon ausgehen, bei den Grünen müssten doch mindestens 90% kriegen. Die FDP war nicht so beurteilt. Also Entschuldigung, also ich meine, wir haben einen Parteitagsbeschluss. Ich gehe doch mal davon aus, dass alle 80 Abgeordneten auch dafür stimmen würden. Genau. Sonst soll niemand nach Hause kommen. Ja, da werden wir bestimmt noch häufiger drüber reden, weil bei uns ist es ja so, dass die Fraktionsspitze und die Verhandlungsspitze sehr überzeugt ist, dass wir da vorankommen wollen. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, wie das dann auf Seiten der FDP aussieht. Da müssen Sie, glaube ich, auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, so höre ich das jedenfalls. Da schauen wir. Aber es ist natürlich so, dass im Bundestag es ist nicht ganz einzuschätzen, ob wirklich eine Mehrheit hinzubekommen wäre. Da kann ich die SPD jedenfalls nicht in Gänze beurteilen, das weiß ich nicht, weil das ja in der letzten Wahlperiode für Herrn Blinert auch ein schwieriger Kraftakt war und der auch nicht gänzlich überzeugend so gelaufen ist, dass das sozusagen die Bereitschaft erklärt worden wäre. Aber das muss man schauen und ich glaube, wir alle sind gut beraten, wenn wir versuchen, möglichst werbend auf der einen Seite unterwegs zu sein und gleichzeitig aber auch immer wieder den anderen Teil klar machen, was heißt das eigentlich, welchen gesellschaftspolitischen Preis zahlen wir für die Kriminalisierung? Das finde ich ist nämlich die andere Schattenseite, die wir immer wieder aufmachen müssen und wo wir unter Umständen dann ja bei der Union durchaus vielleicht ein offenes Ohr finden können, weil wer so stark über Sicherheit, öffentliche Sicherheit, aber auch die Belastung der Polizei, den Strafverfolgungsbehörden, doch davon sehr viel redet. Der muss sich ja gerade an diesem Punkt auch fragen lassen, macht das, was wir da treiben, eigentlich Sinn? Und das ist, die Antwort ist ja nun wirklich zu 100% zu geben, dass das so keinen Sinn macht. Und von daher hoffe ich auch an der Stelle, dass wir da etwas mehr erreichen können, als das im Moment bei der Union den Eindruck macht. Und da müssen wir schauen, was da passiert. Es ist natürlich so, bevor man Koalitionsverhandlungen abgeschlossen hat, schon damit zu spielen, dass man eine Entscheidung freigeben will, ist nicht immer der beste Weg,
würde ich mal so sagen, weil es geht natürlich nachher darum, dass man, wir müssen, das sieht man ja an unserem Cannabiskontrollgesetz sehr gut, wir müssen ja sehr, sehr viele Gesetze anpacken. Wir müssen auch verschiedene andere Aspekte dann in den Blick nehmen. Und dann wird es natürlich immer sehr, sehr schwierig, wenn man nur grundsätzlich mal eine Freigabe hatte, aber dann im Nachvollzug ganz, ganz viele Gesetzesschritte machen muss, die dann einfach die Zustimmung brauchen. Und von daher ist das kein Königsweg, das so zu machen. Das muss man ja ganz klar sagen. Von daher muss unser Bestreben sein, jetzt auf dem Weg, jetzt in Sondierung und Verhandlung da wirklich den Punkt zu machen. Und das wäre einfach, wenn man jetzt mal nicht so lax daher redet, sondern wirklich schaut, was wollen wir jetzt eigentlich erreichen, dann muss man da eigentlich richtig sachlich vorangehen. Und mit der Vorarbeit, die aus unseren Reihen da ja gelaufen ist, wo ja wirklich ausgesprochen viel Arbeit auch drin steckt, also wirklich auch alle Aspekte durchdekliniert sind, hat man ja auch viele Ansatzpunkte, wo man entlang gehen kann. Ich wollte das nur ergänzen. Natürlich müssen Sie auch in den eigenen Reihen werben. Und deswegen sagte ich das vorhin, man muss auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die da einfach ein Störgefühl haben. Und das auszuräumen kann man in der Tat nur mit entsprechenden Argumenten. Sie haben einige genannt. Gewissensfreigabe war natürlich ein kleiner Scherz, weil manchmal erlebt man ja in Deutschland immer Dinge, die eine Generation gestritten haben, plötzlich plopp. Ist es gelutscht, da denkt man immer, wo bin ich gerade? Ist ja schön, wenn es dann auch etwas ist, wo wir auch der Meinung sind. Aber man muss in der Tat eigene Leute mitnehmen, ja. Aber Parteitagsbeschlüsse spielen bei uns schon eine relevante Rolle, weil wir ja über Jahrzehnte darüber diskutiert haben. Das kam immer, eigentlich immer, gerade von den jungen Liberalen. Ich kenne keinen Parteitag, wo das nicht auf die Platte kam, also auf Landesebene, kommunaler Ebene bis hin zum Bundesparteitag. Und ich habe eben, und ich bin schon sehr, sehr lange dabei, noch nie eine so sachliche Diskussion darüber gehört, die eben frei von schrillen Tönen war. Sowohl der eine, der sagte, Freiheit, freier Blick aufs Mittelmeer, nieder mit den Alpen, also so völlig jenseits von gut, und bis hin die Leute, die gesagt haben, jetzt geht die Welt unter. Und gerade weil es so sachlich war und dann eine große Mehrheit gesagt haben, jawohl, wir gehen diesen Weg, bin ich zuversichtlich. Aber Sie haben natürlich recht, man muss auch die Menschen in den eigenen Reihen oder überzeugen, vor allen Dingen dann, wenn sie mal im Freundes- oder Familienkreis Erfahrungen gemacht haben, also nicht persönliche Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die Cannabis konsumiert haben, und zwar bis zu einem Punkt, wo sie dann wirklich jenseits von Gut und Böse waren und das dann auch erlebt haben, bis hin zu Schizophrenie und auch ganz schreckliche Dinge. Und dass die dann sagen, Gott bewahre, ich habe das erlebt, ich will das nicht, das gehört zur Akzeptanz dazu, da muss man drüber reden. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Aber wie gesagt, das ist nichts Schnelles. Aber noch nie waren wir so nah dran, um es mal so zu sagen. Ich hatte die Freigabe eben auch nur als Antwort gebracht auf Ihre Frage, wie schätze ich die Situation in der SPD ein? Ich habe gesagt, aus meiner Sicht ist es ein Erfolg, dass Martin Schulz gesagt hat, er würde es freigeben, weil das eben ein für SPDler einen Handlungsraum eröffnet hätte, der die letzten Jahre nicht gewesen ist. Ansonsten bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass man auf jeden Fall in den Koalitionsvertrag im Optimalfall was Vernünftiges reinschreibt, damit man da eine gemeinsame Handlungsprogrammatik hat, die denn die Partner auch bewegt. Also ich wollte nicht so verstanden werden, dass ich sage, bitte nun vergesst mal den Koa-Vertrag. Im Gegenteil. Es gibt da ein weiteres Problem. Ich sage es hier bewusst, weil ich ja auch die Facebook-Kommentare lese über Parteien, Frust und also die jetzt auch aus dem Umfeld der Hanf Portale, sage ich mal, gelauncht werden. Ich möchte nochmal eine Logik zurückspiegeln. Es wurde ja eben schon gesagt, ein Antrag der Opposition, der ist ja per se schlecht. Er muss ja schlecht sein, weil die Wahrheit hat ja die jeweilige Regierung im Prinzip gepachtet. Das heißt, ein Antrag der Opposition, selbst wenn er inhaltlich richtig wäre, ist alleine schon deswegen, weil er von der Opposition kommt, in der Regel nicht zustimmungsfähig. Und bestenfalls wird er verbessert. Aber man greift ja nichts Gutes auf. Im besten Fall wird man ihn als Diskussionsgrundlage nehmen und einen Ersetzungsantrag einreichen, der vielleicht nochmal eine Verbesserung durchführt. Und alleine aus dieser Logik heraus, sage ich mal, wäre, wenn man jetzt darauf schielen würde, bitte macht wenigstens im Koa-Vertrag eine Freigaberegelung rein,
ist problematisch, weil angenommen, diese Gesetzesvorlage käme erst in 2 Jahren, während die Leute, die neu in der Opposition sind, sich in der Oppositionsrolle mental eingerichtet haben. Natürlich dann auch bei einer freien Abstimmung, je weiter die Legislaturperiode vorgerückt ist, unter Umständen mental Schwierigkeiten haben, für etwas zu sein, was die jeweilige Regierung vorgebracht hat, obwohl man es inhaltlich gut findet. Das ist im Einzelfall bei jedem Abgeordneten anders von der Bewertung her. Ich will nur sagen, das Instrument der Freigabe ist bei weitem nicht die erste Wahl. Also insofern hoffe ich auch darauf aus Landessicht Berlin. Wir haben jetzt hier unsere Modellversuche, die budgetieren wir gerade. Wir werden in den nächsten 2 Jahren den Antrag ausarbeiten ans BFAM. Und ich hoffe, dass wir das Geld gar nicht mehr ausgeben müssen. Ich hoffe, dass wir das Geld stattdessen in Prävention, für die Fachstelle für Prävention reingeben können und Gesundheitsförderung, weil in 2 Jahren die Bundeslage so ist, dass wir Abgabe über was auch immer, Verkaufsshops, Apotheken oder anderswo haben müssten. Das wäre aus Landessicht für Bremen und für mich in Berlin das Allerbeste und das Zweitbeste, aber auch Notwendige wäre, aus Landessicht Berlin gesprochen, dass die jetzige Bundesregierung es schafft, mindestens die Entscheidungskompetenz über Modellversuche im Optimalfall auf Landesebene zu deregulieren oder eben ganz klar zu sagen, sie sind zu genehmigen, auch wenn ein anderes Erkenntnisgewinninteresse davor steht. Ich will mal dafür werben, ich habe ja mitgekriegt, als in Thüringen zum Beispiel Rot-Rot-Grün etabliert wurde, ich glaube 5 Tage war die Wahl her, da ging der erste Shitstorm los, warum jetzt immer noch Cannabiskonsumenten strafrechtlich in Thüringen verfolgt werden. Man muss auch ein Stück weit wissen, wie diese Prozesse einfach funktionieren. Auch bei den Linken war es ja nicht so, dass diese Veränderung, dieser einheitliche Ansatz sofort für Zustimmung gesorgt hat. Also ich erinnere mich da an den Bundesparteitag, ich habe da einen Antrag gestellt, die haben gedacht, oh, das ist ein Bulle, das ist schon okay, da wird schon wissen, was er da beantragt. Die Hände gingen alle hoch, dann kommt Gregor Gysi von Toilette und sagt, um Himmels Willen, und die Presse läuft Sturm und dann ging es erstmal richtig rund. Also Originalzitat, Gregor Gysi, kaum geht man auf Toilette, baut der Tempel so eine Scheiße. Deswegen, der ist übrigens mittlerweile sehr, sehr klar bei dieser Thematik dabei, postet das mindestens einmal im Jahr. Ihm konnte man sich rechtspolitisch, er ist Jurist, ganz einfach. Also gerade mein rechtspolitischer Ansatz, geeignet, erforderlich, angemessen, Verhältnismäßigkeit, er ist kein Arzt, genau wie ich, aber genau diesen rechtspolitischen Ansatz, den hat er sehr schnell aufgenommen. Das ging, aber das sind Prozesse, die in einer so einer Partei. Selbstverständlich am ersten nähern sich die Gesundheitspolitiker diesem Thema. Das müssen wir auch bei der Union beachten. Das sind die ersten, die wir dafür gewinnen. Bei der Union kommen dann vielleicht auch eher die Wirtschaftspolitiker dazu. Da gab es ja schon mal einen, der vergessen hat, in seine Statuten zu gucken und einfach mal vorgeprescht ist mit den Grünen zusammen. Ja, richtig, nicht Pfeiffer, ja. Aber dann kommen naturgemäß auch die Innenpolitiker. Also auch die haben ja mit der ganzen Polizeiarbeit, was funktioniert nicht. Die Rechtspolitiker kommen, das sind so die Prozesse, wo man länger daran arbeiten muss, weil das sind die gehen zu keinem Seminar, zu keinem Fachvortrag, das sind die Universalgenies, das sind die sogenannten, ich nenne die immer die Silberrückenrunden. Damit haben wir es gerade bei der Union auch zu tun. Also einen Herr Kauder beizubringen, dass die Legalisierung von Cannabis in der Gesellschaft sogar mehrheitsfähig wird, das ist ein ganzer Brocken, der da einfach auch zu stemmen ist. Und deswegen muss man wissen, man kann auch über eine Frau Zeuner zum Beispiel regelmäßig einen Shitstorm bringen, das ist aber gerade in den Reihen der Union eher eine Verbündete. Erst recht, wenn es um die medizinische Verwendung geht, die ist immer noch der Meinung, wenn das passiert, dann werden viele Kinder und Jugendlichen zur Droge greifen. Das glaubt sie tatsächlich, also muss man sie vom Gegenteil überzeugen. So funktioniert diese Arbeit und so muss man das ansetzen und dafür muss man einfach auch die entsprechende Geduld aufbringen. Deswegen halt auch das suchen, was geht, also noch nicht immer gleich nach der Maximalforderung, bei den Linken ist immer so, Hartz IV muss weg. Da gibt es ganz viele Zwischenschritte, die zu machen sind. In der Drogenpolitik funktioniert das ganz genauso, bis hin, dass nicht jeder Landesverband gleich zieht. Also ich könnte natürlich mit viel Häme über Baden-Württemberg, mit Ministerpräsidenten, wir haben Brandenburg lange gehabt. Also was ich durch Brandenburg getingelt bin, über die Basis eben, und eine Frau Mächtig in der Landtagsfraktion saß, die Mächtig dagegen war, was ich da so erzählt habe. Trotzdem mittlerweile, also Bundesratsentscheidung die letzte, mit Berlin dann auch, mit Bremen zu diesen Modellprojekten. Auch das ist eine Arbeit, die dauert halt.
da muss man halt für unterwegs sein. Da ist übrigens die Arbeit, die der Handverband macht, wenn man eben nicht auf Shitstorm geht, sondern wenn man auf Kommunikation setzt. Wenn man bei dem Thema auch dann, egal wer da ist, ob die FDP oder auch mal jemand von der Union, auch die findet man in Podien so nach und nach. Der Landessprecher der Thüringer CDU, der kommt rein zufällig aus meinem Wahlkreis, aus meinem Landkreis. Der ist eine völlig andere Meinung wie ich, aber wir alle 6 Wochen sitzen mal zusammen und trinken Kaffee. Ja, ein Linker und ein CDU-Mann, und wir reden über Drogenpolitik. Wir reden über die jüngste Studie des Amtsarztes vor Ort zum Thema Crystal Meth. Auch das ist Drogenpolitik. Dann legen wir übereinander, weil irgendwann kommt dann das Argument, ja, alles das, was du beim Thema Cannabis bringst, rein von der Logik her müssten wir ja dann auch andere Drogen legalisieren. Dann sage ich, ja. Ja. Aber das ist eben, man kann... Also allein mit dem Gerechtigkeitsgedanken wird man diese Debatte nicht gewinnen. Man muss den Leuten, die Angst haben, berechtigt Angst haben, bin ich voll bei Ihnen, denen muss man einfach die Argumente liefern. Und wie gesagt, ich kann es nur immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen, diese Modellprojekte, die bieten uns diese Chance. Ja, dann könnte man ganz genau gucken, was passiert denn, wenn Bremen das macht? Wie ist denn das Konsumverhalten der Bevölkerung? Liegt dann jeder bekifft in der Ecke, weil es jetzt legal ist, oder eben nicht? Kann man Kinder und Jugendliche dann besser oder schlechter schützen? Das kann man dann alles evaluieren, das kann man reinschreiben. Also die medizinische Forschung, die jetzt schon solche Modellprojekte ermöglicht, einfach mal die soziologische und kriminologische Forschung dazu schreiben. Das ist sehr übersichtlich auch, was solche, detaillierter geht man ja gar nicht in so einen Koalitionsvertrag, sondern allein solche Punkte dann auch mal rein. Und natürlich weiß ich auch, dass da auch einige blickig sind bei der Union. Die wissen durchaus, was rauskäme bei dieser Forschung. Und die wissen auch, dass man dann Fragen stellt, ja, wenn das beim Cannabis funktioniert hat, was ist denn dann mit den anderen Sachen? Da sind doch die Nebenwirkungen des Verbots noch viel heftiger. Also manche wissen auch ganz gut, warum sie solchen Modellprojekten sich wehren, weil das Ergebnis ihm nicht gefallen könnte. Aber das muss man aushalten. Das sind Gegner bis zum Ende. Das sind nicht die Zöllners und Co., mit denen wir uns auseinandersetzen, wo wir Verbündete suchen, die vernünftige Gesundheitspolitik wollen, sondern wir müssen ganz klar unterscheiden, wer ist aus ideologischen Gründen dagegen. Und wer ist einfach aufgrund von Befürchtungen dagegen? Und ich denke, die sind alle zu gewinnen, weil egal, wie wir hier vorne sitzen, ob man aus der Rechtspolitik kommt, aus der Praxis der Polizei, ob man aus der Gesundheitspolitik kommt, ob man aus der sozialen Arbeit kommt. Wir hatten ja heute den Jugendpfarrer aus Gera hier, ist er noch da? Einer, dessen Unterlagen ich zum Beispiel, mit dessen Wissen ich hausieren gehe, wenn ich unterwegs bin. Man liest ja ganz viel bei anderen, wie Kollegen Böllinger und Co., einfach mal, das sind praktisch die wir mitnehmen müssen, in solche Prozesse, in die Parteien reinbringen müssen. Ich weiß, dass ein Richter Müller natürlich bei der Union nochmal ein ganz anderes Gehör führt als der drogenpolitische Sprecher des linken Bundesvorstandes. Auch das muss man nutzen, deswegen ist lieb mit Hubert extrem wichtig. Und dann ist es wichtig, dass man in den Parteien halt weiß, wie Parteien ticken und dass man sich das auch gegenseitig zugesteht. Ich wollte gerade sagen, jetzt gib mal die Tüte weiter. Ich wollte es nur ergänzen, wie komplex das Ganze ist. Ich hatte das heute Morgen gesagt mit dem Polizeipräsidenten Herrn Weseler aus Düsseldorf. Sie treffen ihn ja nächste Woche. Herzliche Grüße von mir. Ich schätze ihn sehr, aber an der Stelle kommen wir irgendwie nicht zusammen. Obwohl es, ja, wunderte mich immer. Aber wie komplex das ist, wir haben zum Beispiel in Düsseldorf aufgrund unseres Bundestags, unseres Bundesparteitagsbeschlusses, haben wir im Stadtrat initiiert, gemeinsam mit Rainer Mattheisen, der hier drogenpolitischer Sprecher der FDP im Landtag von Nordrhein-Westfalen ist, und haben dann die Linken, Grünen, SPD, haben wir zusammen auf den Weg gebracht, das doch mal zu evaluieren, gemeinsam mit der Uniklinik Düsseldorf. Das Spannende daran ist, dass unser Gesundheitsdezernent in Düsseldorf ein Liberaler ist, selber übrigens Mediziner, gesagt hat, macht er, fände er selber spannend. Und das Thema wurde übrigens seitens eines Gesundheitsdezernenten noch nie medial derart verbraten. Der hat es in Zeitungen geschafft, wo er sagte, da habe ich 20 Jahre gerödelt für irgendwas, hat keiner hingehört. Bei dem Thema ist eben richtig Bewegung drin. Aber momentan stockt das, weil die Uniklinik selber, beziehungsweise die Universität in Düsseldorf, jetzt fakultätsweise diskutiert, wer das jetzt evaluiert. Das heißt, sie werden immer, wenn sie glauben, jetzt haben sie mal wieder einen Schritt gemacht, also wissenschaftlich mal unideologisch, haben sie schon wieder eine Bremse drin, weil irgendeiner in der Fakultät sagt, nee Leute, also jetzt wirklich nicht. Macht ihr das mal, ihr seid Mediziner, und dann kommt eben die Frage, ihr seid das und das. Deswegen ist das in der Tat Stück für Stück, und da muss man eine Menge Überzeugungsarbeit. Und ein letztes, was ich sagen wollte,
gerade wenn eine Wahl, wenn man eine Wahl hinter sich hat, man hat ja einige Wählerinnen und Wähler kennt man ja persönlich und denen begegnet man ja auch wieder, wenn man zu Hause ist in den Wahlkreisen. Und natürlich, wenn ich jetzt an Herrn Kauder denke oder was Sie das mal jetzt als Beispiel nannten, das stelle ich mir jetzt auch gerade schwierig vor, auch wenn er immer lässig im schwarzen Rollkragenpulli daherkommt, die Krawatte nicht anhat. Trotzdem kommt er ja nach Hause in seinen Wahlkreis. Und da werden die Leute sagen, Mensch, Volker, klasse, dass du dagegen gehalten hast. Und ein anderer geht in seinen Wahlkreis und sagt, jetzt gib mal Gas, ich will das jetzt mal. Das heißt, man ist ja nicht als Bundestagsabgeordneter, ist man hat ein freies Mandat, kann abstimmen, wie man will, seinem Gewissen folgend. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber man ist natürlich nur bedingt frei, weil man natürlich das zurückspielt wieder zu denen, von denen man weiß, dass sie einen unterstützt gewählt haben. Das ist nicht profan. Das Thema bei Facebook, also ich schaue mir das überhaupt nicht an. Weil ich dieses Facebook-Bashing, diese Irren, die morgens aufstehen und als erstes den Kaffee gewissermaßen ins Netz kotzen, das macht einen, das interessiert mich gar nicht, sollen sie machen, sollte man sich auch frei von machen. Nur eines ist richtig, wenn es Gruppen gibt, die jetzt pro Freigabe glauben, mit Aggressivität auf der Ebene in den sozialen Netzwerken etwas zu erreichen, das funktioniert gar nicht, weil dann schließen sich nämlich die Reihen. Dann schließen sich auch die Reihen in der CDU, die das durchaus etwas liberaler sehen. Dann sagen die, also wenn der jetzt angemacht wird, dann machen wir hier. So geht das ja gar nicht. Deswegen konstruktiv und deswegen auch das Kompliment, was ich aufnehme an Ihre Arbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in dem Verband, das wirklich sachlich anzugehen, das ist eine völlig andere Kiste. Und wie gesagt, alles andere ist kontraproduktiv. Ja, das Letzte kann ich nur unterstützen und es ist ja letztendlich auch der Weg gewesen, den wir in den letzten 4 Jahren versucht haben zu gehen, dass man den Gegenargumenten, Befürchtungen auch versucht, wirklich ganz weit entgegenzukommen und dann zu entkräften und wirklich Sachverstand und einfach Fakten dagegen zu setzen. Und da hatten wir uns ja erhofft, dass wir ein Stückchen weitergekommen wären, als wir sind. Nur ich glaube, bei den Fachpolitikern ist durchaus schon mal so der erste Keil drin. Da werden wir auch sicher weitermachen. Meine Kollegin Kirsten Kappert-Gonter ist Psychiaterin, hat im Suchtbereich gearbeitet und wird diesen Bereich übernehmen oder will das jedenfalls. Wir haben ja noch die Aufgabenverteilung nicht gemacht, aber sie wird das, denke ich, auch für uns übernehmen. Und da werden wir natürlich versuchen, gerade an der Schiene weiterzumachen und das zu öffnen. Und das Gleiche muss natürlich auch rechtspolitisch passieren, weil auch da haben wir ja letztendlich einen Zusammenhang, wo man sagen muss, die Verhältnismäßigkeit ist in keinster Weise mehr gegeben. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, was müssen wir eigentlich aufwenden nach dem bisherigen und wo haben wir andererseits ja gesellschaftspolitisch durchaus unsere Nöte, gerade bei den Polizeieinsätzen, aber auch bei der Überlastung der Strafverfolgungsbehörden, wo das in keinerlei Verhältnismäßigkeit mehr steht. Und auch da hoffen wir ein Stückchen, dass wir da Anknüpfungspunkte jetzt in den Verhandlungen auch finden. Und weiterhin ist es sehr, sehr wichtig, dass niemand öffentlich, glaube ich, an den Pranger gestellt wird. Das ist tatsächlich so, wenn es um eine solche Frage geht, die für die Union zumindest in Teilen so stark symbolisch aufgeladen ist, dann ist natürlich wichtig, dass man Brücken baut und nicht dieses hat, dass man dafür gebasht wird oder sich ganz, ganz lange Tiraden anhören muss, weil das ist nicht der Weg, wie wir eine Öffnung hinkriegen, sondern da sollten wir wirklich schauen, niemanden in die alten Gräben zu treiben, sondern tatsächlich diese Gräben zu überbrücken. Das ist wirklich an der Herangehensweise sehr, sehr wichtig. Jawohl. Ich fand es persönlich erstaunlich kurzweilig bis hierhin. Wir sind schon bei der Frage-Antwort-Nummer angekommen, sodass ich meine letzte Frage in ein ganz kurzes Statement verwandle. Vergesst nicht das Thema Führerschein. Cannabis und Führerschein muss unbedingt geregelt werden. Eure Fragen?
Fast alle Beteiligten des Panels haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die aktuelle Situation bei der Vergabe von medizinischem Hanf desaströs gehandhabt wird mittlerweile. Wie stellt man sich denn vor, wie da Verbesserungen erreicht werden können? Zweite Frage zu dem gleichen Thema. Es ist ja wohl Stand der Dinge, dass die Zulieferung aus einem komischen, wie ich finde, Firmenkonglomerat aus Kanada und Holland passiert. Ich war vorhin in dem ökonomischen Panel. Ich frage mich, warum sind da keine deutschen Firmen involviert? Gut, wenn wir jetzt die Fragen einzeln beantworten, ich nehme an, dass in dieser Runde hier viele Fragen auftauchen und jeder Politiker was dazu zu sagen hat. Also bitte ich, wie heute Morgen beim Opening, um möglichst blitzige Antworten einmal durch die Reihe. Ja, erstmal soll ja eine deutsche Cannabis-Agentur aufgebaut werden, dann werden auch deutsche Firmen daran beteiligt werden. Ob diese Kriterien vernünftig gewählt worden sind, ob der lange Zeitraum sinnvoll war. Ich habe jetzt mit Landwirten im Sommer, ich war ja im Wahlkampf, auch gesprochen. Bei mir gibt es Landwirte, die das Thema Hanf haben. Die haben gesagt, das ist jetzt aber auch zu spät. Also da redet man im Sommer, was man im nächsten Jahr anbauen will. Jetzt im Herbst, im Winter braucht keiner was machen. Also diese Zeitschiene ist nicht zu kippen. Aber dann wird es auch über deutsche Firmen sein. Wir haben uns zum Beispiel auch mit beschäftigt, warum Uruguay darunter fällt. Man will einfach auch dieses Modell Uruguay nicht so sehr thematisiert haben bei uns, weil die sich an dieses Suchtstoffabkommen von 1961 nicht halten. In Holland wird es einfach nur umgangen. Ja, aber es ist einfach eine sauberere Regelung in Uruguay. Also da sind viele Baustellen offen. Ich glaube nicht, dass es individuelle, sondern eher ideologische Gründe sind, warum es eine oder andere so handhabt, wie es bisher ist. Ich persönlich, in meiner Funktion als SPD-Abgeordneter, bin der Meinung, dass der Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen abgeschafft werden müsste. Dadurch, dass die Kassen ja die Erstverordnung jetzt genehmigen müssen, prüfen die noch nicht mal zu Unrecht, ist derjenige austherapiert, nach welchen Kriterien. Und das resultiert dann in diesen MDK-Wirrwarr, sage ich mal. Und ich verstehe, dass dieser, ich möchte schlechter, das Gesetz ist immerhin, das ist ein Erfolg, dass dieses Gesetz so da ist. Ich würde mir wünschen, dass man erstens sagt, wer schon vorher eine Ausnahmegenehmigung hatte, der bekommt sofort einen Leistungsanspruch. So, und zweitens, Genehmigungsvorbehalt der Krankenkassen abschaffen. Das wäre meine Hoffnung als SPD-Politiker an die Reform der medizinischen Versorgung von Cannabis. Da sind schon wichtige Baustellen genannt worden, sowohl von Frank als auch von Ihnen. Und ich würde sagen, das steht und fällt alles damit, ob die Union an der Stelle sich breiter aufstellen kann oder nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft größer sein wird als in dem Bereich der Regulierung und Freigabe. Da habe ich schon den Eindruck, weil man, glaube ich, schon will, dass dieser erste Schritt ein Erfolg wird. Aber gleichzeitig sind ja diese Regularien nicht von jetzt nicht ohne Grund da reingekommen, sondern das hatte ja das Betreiben der CSU ganz stark auch. Insofern werden wir da sehen, ob eine Öffnung hinzukriegen ist, gerade bei dem Antragsvorbehalt. Da werden wir ja tatsächlich weiter bohren müssen und schauen müssen. Und das andere ist tatsächlich, wie kriegt man die Rohstoffversorgung vernünftig hin. Ich wollte ganz kurz das Stichwort aufgreifen, Führerschein. Weil, also das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche, also man hat ja auch noch eine Meinung über Bundesparteibeschlüsse. Es muss gleich behandelt werden wie Alkohol. Da gibt es überhaupt kein Wenn und kein Aber. Ich persönlich bin der Meinung, wer sich ans Steuer setzt oder aufs Motorrad setzt, der trinkt nichts und hat auch vorher nicht gekifft. Ich lasse jetzt mal die medizinische Komponente außer Kraft, weil wir natürlich auch Medikamente haben, die beeinflussen. Ist mir schon klar. Wie bitte? Ja.
Also das persönlich bin ich der Meinung, weil dieses Abwägen, wie viel wiege ich, habe ich gerade einen Schnitzel gegessen oder nur ein Salatblatt, war das Weinglas, hatte der jetzt mehr Prozent oder nicht, ist ja schon schwierig genug. Und das stelle ich mir eben bei Cannabis auch vor, dass die Wirkung nicht immer dieselbe ist, weil man eben auch immer verschiedene Reaktionen hat. Deswegen sage ich mir, wenn man fahren will, sollte man die Finger davon lassen. Und wenn man es genommen hat, ob Alkohol oder Cannabis, sollte man es einfach bleiben lassen. Oder eine Taxe nehmen. Oder in die Straßenbahn steigen. Aber das ist ja gerade nicht nur das Problem, sondern der Nachweis. Also wir reden ganz klar über Grenzwerte, die gesetzt werden müssen. Ich wäre auch dafür Safety First. Also es muss ausgeschlossen werden, dass eine Fremdgefährdung vorliegt. Ich habe auch mal die Diskussion gehört, ja, wer gekifft hat, der fährt ja viel entspannter und nicht so aggressiv, wenn man Alkohol getrunken hat. Nein, bin Vater von 3 Kindern, auch wenn die mittlerweile relativ groß sind. Gibt so was Kleines schon, die sagt Opa zu mir. Die verhalten sich auch mal unkontrolliert auf der Straße. Und ich möchte da nicht, dass jemand mit einer beeinträchtigten Reaktionsgeschwindigkeit draußen mit dem Auto unterwegs ist. Aber die Praxis ist ja eine ganz andere, dass Leute völlig unabhängig davon, ob sie akut gefahren sind, einfach, und es ist ein Ersatzstrafrecht, machen wir uns nichts vor. Seit wann hat sich das forciert? Seit irgendwann mal gesagt wurde, die Strafverfolgung bei geringer Menge ist unverhältnismäßig und es gibt einen nicht unerheblichen Teil in der Gesellschaft, der sagt, wir wollen aber trotzdem Druck drauf auf die Konsumenten machen. Und wenn man es in der Debatte mit Unionspolitikern hat, dann wird ganz klar gesagt, der, wer halt seinen Führerschein braucht, der darf halt nicht fahren. Also es wird als Druckmittel gebraucht und das halte ich tatsächlich für verfassungswidrig. Ersatzstrafrecht ist nicht verfassungskonform. Ich wollte nur einen Punkt noch sagen zu dieser medizinischen Abgabe. Bitte haut nicht nur auf die Krankenkassen. Wir haben ein mächtiges Defizit bei den Ärzten. Wenn man sich das, wir haben uns das eine ganze Zeit lang angeguckt. Gibt es immer noch eine ganze Menge Ärzte, die sagen, ich verschreibe doch keine Droge. Also die sich damit auch mit der Medizin, ja, diese Antwort bekommt man tatsächlich, wenn man mal zu den Ärzten hingeht. Meine alte Hausärztin, die eigentlich sonst eine gute Fachärztin ist. Dann haben wir auch natürlich eine Verknüpfung, wer kriegt wie häufig immer dieselben, also Medikamente vom selben Hersteller verschrieben. Ja, also wenn ich in eine Apotheke gehe, dann kennen die mich schon und sagen, Herr Tempel, wir haben das selber auch noch von anderen Herstellern und preiswerter wollen Sie es nicht da. Nein, ich kriege es von meiner Ärztin immer vom gleichen Anbieter. Diese Verflechtung auch mal aufzugeben, auch da mal andere Prozesse reinzukriegen, auch das gehört dazu. Und dann gehört natürlich dazu die Ärzte, die so routinemäßig vor sich hinarbeiten. Da sind teilweise so grottenschlechte Begründungen drin für die Krankenkasse, dass es teilweise der Krankenkasse gar nicht möglich ist, eine Kostenerstattung zuzusagen. Ganz einfach, weil die Vorarbeit relativ schlecht ist. Das heißt, wir haben da mehrere Baustellen, die möglichst schnell, das ist auch nicht nur Sache der Politik, repariert werden müssen. Da gehört auch ein bisschen Zeit dazu, aber dazu gehört zum Beispiel auch eine Bildungsoffensive zu diesem Thema und die kann durchaus ein Bundesgesundheitsministerium auch setzen. Das gehört einfach dazu. Also nur den Buhmann bei der Krankenkasse suchen ist zu kurz. Also das mit der blitzartigen Antwortrunde üben wir bei der nächsten Frage nochmal. Wer hat die für uns? Ich habe immer wieder das Gefühl, dass von vielen Politikern gesagt wird, die Cannabis-Legalisierung ist ein kleines Thema und auch bei der FDP klang es vorhin an, dass andere Themen vehementer immer in den Koalitionsverhandlungen besprochen werden. Aber für viele ist das schon ein großes Thema und auch für die ganze Gesellschaft ist ein sehr großes Thema. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich jetzt nichts vergesse. Also zuerst, die UN hat beschlossen, dass die Entkriminalisierung von Cannabis Priorität haben sollte in jedem Land. Zweitens, wir haben eine bessere innere Sicherheit, wenn wir die Cannabis-Legalisierung durchsetzen, weil weniger Polizisten durch diese sinnlose Strafverfolgung gebunden wären. Des Weiteren hätten wir keine Diskriminierung mehr einer Minderheit von ca. 4 Millionen Deutschen und einer Spaltung der Gesellschaft. Des Weiteren könnte man mit den Geldern mehr Schulen bauen, renovieren, wie auch immer. Sag mal, wie lang ist die Liste? Ist gleich zu Ende. Du musst ja niemanden überzeugen. Hier sind nur Leute im Raum, die die Legalisierung befürworten. Ja, klar. Man könnte Böden viel schneller renovieren in der Landwirtschaft, in Italien gemacht wird und der Feierabend-Joint wäre möglich, was das Pendant zum Bier wäre. Also es sind so viele Sachen, die sich durch die gesamte Gesellschaft ziehen. Warum ist das Thema nicht wichtig? Also erstmal habe ich nicht gesagt, dass es nicht wichtig ist, aber wir sind in Gesprächen, in einer Dreierkonstellation, wie es auf Bundesebene noch nie gab, CDU, CSU, Grüne und wir. Das ist schon mal ein bemerkenswerter Vorgang.
So, und jetzt sitzt man da und hat einen Strauß von Themen und die werden priorisiert. Und das heißt nicht, dass das eine wichtig oder unwichtig ist, aber ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, wenn man hier sitzt und hier zusammen im Gespräch ist. Es gibt Themen, die so elementar sind. Umweltthemen, Einwanderung, nur um mal zwei zu nehmen, Europapolitik, die sind so, Finanzwirtschaftspolitik, die sind so elementar. Da wird sich daran weisen, finden wir einen Weg, kann also eine Koalition funktionieren oder nicht. Das heißt, wir haben hier gesagt, wenn ich das mal so sagen darf, wir geben alles, um das aufs Tableau zu sehen. Ich glaube auch, dass die Chance da ist und wir müssen es aufs Tableau, damit es nicht wieder verschwindet. Aber wenn ich jetzt hier sage, wenn wir das nicht hinbekommen, kommt Jamaika nicht. Also sorry, das wäre einfach unseriös. Deswegen, das wird mit aller Ernsthaftigkeit besprochen, wie viele Themen ernsthaft besprochen werden. Aber also der Umkehrschluss von Ihnen, dann ist das nichts, das kann ich so nicht stehen lassen, sondern es gibt in der Tat grundsätzliche Dinge und wir werden darüber sprechen, wir werden da auch einen Schritt vorankommen, aber es ist nicht das letzte Wort nach dem Motto, wenn wir uns da mit der CDU angenommen, wir haben auch unterschiedliche Themen übrigens, es werden der nächste Nachmittag, wenn wir uns also sozusagen darauf einigen können, das ist nicht die Frage, ob eine Jamaika zusammenkommt oder nicht. Die Union, also die Grünen und die FDP werden in diesem Vertrag Sachen zustimmen, die nicht mit ihren Grundprinzipien vereinbar sind, sondern wo sie sagen, ehe wir anderen Sachen zustimmen, dann eher da. Ich bin davon überzeugt, dass die regulierte Abgabe von Cannabis zu den Sachen stehen, die bei der Union nicht auf der Agenda stehen. Aber dass sie momentan eher dazu stimmen würden, ehe sie das eine oder andere von den Liberalen oder von den Grünen schlucken werden. Und insofern, so muss man, denke ich, da herangehen. Nicht, dass es das wichtigste Thema, aber das ist eins der Themen, wo die Streitpunkte weitaus geringer sind, mittlerweile aufgrund der Vergangenheit, als es bei anderen Themen, wo man sich eben tatsächlich nicht einigen wird, der Fall sein wird. Herr Tempel, kann ich mal Ihre Handynummer? Okay, Rüdiger Schmolke, ich arbeite seit 20 Jahren jetzt in der Drogenarbeit und kann auch noch mal sagen, kurz unterstützend, es ist auch für die Drogenhilfe sehr wichtig, dass tatsächlich da Fortschritt reinkommt, ja, also gerade in Bezug auf Drogenberatung von jungen Leuten, ja, weil es einfach auch die Drogenarbeit behindert. Ja. Was ich aber eigentlich fragen wollte, so ein bisschen hat das Frank jetzt gerade vorweggenommen, also ich halte es für natürlich sehr wichtig, ja, dass tatsächlich irgendwas passiert und will in dem Zusammenhang mal fragen, obwohl es vielleicht eher für Cannabis-Fragen ein Randthema ist. Es gibt viele Leute, die sich seit vielen Jahren jetzt auch zunehmend dafür einsetzen und auch da gab es ja einen konkreten Gesetzesentwurf, dass Drogen getestet werden können, ja, so sogenanntes Drug-Checking auch angeboten wird, wäre auch in Bezug auf die synthetischen Cannabinoide sehr wichtig, ist aber allgemein einfach für die Entwicklung der Drogenfrage, sage ich mal, sehr wichtig. Meine Frage ist, spielt das überhaupt eine Rolle, ja? Und dann nochmal so eine Anregung, ein Worst-Case-Szenario wäre ja, es geht eben nicht mit der CDU irgendwas zum Thema Cannabis, Entkriminalisierung, Legalisierung. Umso wichtiger fände ich, dass es auch zum Beispiel eine zweite Strategie gibt, ja, die könnte Drug-Checking sein, ja, vielleicht ist es die logischste und tatsächlich damit auch nochmal so eine, also am ehesten darauf bestanden oder eher darauf bestanden werden kann, dass zumindest dann an der Baustelle was passiert. Gut, ich gehe mal jetzt auf das Letzte ein. Ich glaube, man muss ja schon sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Also zum derzeitigen Zeitpunkt würde ich das so beschreiben. Und natürlich macht sich jeder Gedanken, welche Schritte gibt es eigentlich, die man auf dem Weg zu irgendwas, so zu einem Thema macht. Aber gleichzeitig denke ich, sollten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt erstmal bei dem Schritt bleiben, dass wir versuchen, tatsächlich die Regulierung hinzukriegen und die Entkriminalisierung, weil das ja sehr, sehr viele Aspekte hat. Und das Drug-Checking, glaube ich, ist ein Teil dieser Gesamtstrategie natürlich. Und ich glaube auch, dass die
nicht so schwer durchzusetzen sein wird wie andere Aspekte, oder hoffe ich jedenfalls, weil wir ja in einigen Bundesländern da auch durchaus schon Beispiele haben, wo das auch in anderen Farben durchgesetzt worden ist, also Hessen beispielsweise. Und von daher schauen wir mal, dass ich nehme das mal so von Ihnen mit, aber ich würde sagen, nicht das eine gegen das andere eintauschen, sondern das ist etwas, was man beides haben sollte. Es ist nicht in der Sondierung, soweit ich weiß, genannt. Es ist aber klar bei den Punkten, die für uns in Verhandlungen, also wenn man in die Tiefe einsteigt, mit reingenommen wurde. Also aus Landessicht. Die Sondierung geht um große Themen. Ne? So, und von daher, so, und genau. Also man darf auch keine Brocken in irgendwelche Gespräche reinlegen, wo der andere dann sagen kann, das mache ich, und dann schon denkt, genug konzidiert zu haben. Also meine Bitte aus Land Berlin, SPD-Sicht wäre, bitte konzentrieren Sie sich auf das, was Sie eben besprochen haben, auf Bundesebene, da wo wir auch den Bund brauchen, um weiterzukommen. Wir haben jetzt in dem Haushalt, den wir im Dezember in der Form vermutlich verabschieden werden in Berlin, 200.000 Euro für das nächste Doppelhaus, für das nächste Kalenderjahr und übernächste Jahr 100.000 Euro, also 300.000 Euro für den nächsten Doppelhaushalt, um denn so etwas zu konzipieren und umzusetzen. Und das würde dann ermöglichen, dass in Berlin man zumindest eine zentrale Dogchecking-Initiative haben kann, wenn ich sogar mit den Geldern noch eine aufsuchende Beratung an Party-Locations machen kann. Und das finde ich auch übrigens, wo wir alle gut beraten sind, zu sagen, auf Landesebene mehr den Druck auch für Harm Reduction, oder wo ich das mal drunter fassen würde, Drug Checking, aber auch in Richtung Prävention mittelfrei zu machen. Dass wir die Bundespolitik flankieren durch das, was ja auch ein Anliegen der Bevölkerung ist, oder Ängste, nämlich die Präventionsaufgaben für die Betroffenen, aber auch für die noch nicht so weit sind. Also sowohl die Hilfesysteme ausbauen, kommunale Mittel hineingeben in die soziale Infrastruktur, Gesundheitsämter stärken, mehr Geld hineingeben in Fachstellen, die in Schulen Präventionsarbeit machen. Ich glaube, diese Dualität Bund, Land macht Sinn, um das gesamte Thema neue Drogenpolitik auch mehr gesellschaftsfähig zu machen. Ich möchte es nur ergänzen, weil ich glaube, wenn man das gleichzeitig aufruft, was Sie gesagt haben, ist das Ding so tot, wenn es eine Steigerung davon gäbe. Das heißt, in solchen Vorgesprächen sollte man das Thema so aufgreifen, wie wir es gemacht haben, um da auch keinen Schockeffekt zu erzielen. Ich erinnere mich, wie wir in Düsseldorf vor weit über 10 Jahren den ersten Drogenkonsumraum erkämpft haben. Das war rein kommunale Mittel, das ist ja keine Pflichtaufgabe, das ist eine Aufgabe, wo die Stadt gesagt hat, 2002, 2003, also schon 15 Jahre her, du liebes bisschen, Riesending, die CDU dagegen, der Rest dafür, die Verbände zerstritten, die Caritas dagegen, obwohl wir eine Liga haben, also alle Verbände arbeiten zusammen, wollt die Caritas raus, wieder rein, also ich erspare Ihnen das. Heute ist das eine völlig selbstverständliche Einrichtung, die kommunal finanziert wird, die kostet sehr viel Geld, weit über 1 Million, wird da immer wieder reingeschickt, ist gar kein Thema mehr, hat die Polizei super mitgemacht, denn der Junkie, der da reingeht, hat Stoff mit. Der ist in dem Moment, ist da nämlich mal für ganz kurze Zeit ein rechtsfreier Raum entstanden. Es war klar, wenn da ein Dealer sich tummelt, ist aus die Maus. Das heißt, die Stelle selber hat dafür gesorgt. Also, was ich damit sagen will, wenn man sowas pragmatisch macht und auch die Ängste nimmt, ist das eine super Lösung, weil wir eben damit auch den Raum um den Hauptbahnhof besonders, weil die Junkies saßen dann auf den Spielplätzen, war in dem Moment, ich sage nicht das Problem gelöst, aber es ist einfach ein super Schritt gewesen. Und das wollte ich sagen, das war ein Prozess, der dann geglückt ist. Wenn wir das anders gemacht hätten, rums, Haus auf, alle Junkies rein, hätte die Hütte gebrannt. Also manchmal muss man, auch wenn ich Ihre Ungeduld verstehe, auch inhaltlich nachvollziehen kann, auch Schritt für Schritt gehen, aber das haben Sie ja schon ausgeführt. Die Zeit ist alle. Unglaublich. Applaus.